Was ist das denn? Ein alter Lappen? Wenn so ein Krempel auch bei euch rumfliegt, dann ist jetzt die Zeit gekommen, ihm ein neues Zuhause zu gönnen. Die B-Side ist jetzt nämlich auf der Suche nach Sachspenden. Die Verantwortlichen brauchen die für das B-Side-Festival im September. Die B-Side, das ist vor allem der Hillspeicher. Hinter dem Projekt steht eine Gruppe kreativer Menschen aus Münster. Sie wollen einen nicht kommerziellen und kreativen Ort für das Hafenviertel schaffen. Simon und Tim sind Teil des Kollektivs. Die Sachspenden sollen vor allem als Deko für das passende Ambiente beim Festival sorgen. Genau, wir suchen eigentlich alles, was so ein normaler Haushalt zu bieten hat, was ihr loswerden möchtet. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Von alten Textilresten, Putzlappen, alte Kleidung, Topflappen bis hin zu Blumenerde, Blumentöpfe, Einmachgläser, alte Konservendosen, alles Mögliche quasi. Alte Konservendosen und Putzlappen? Das klingt ja jetzt nicht gerade nach besonders schöner Deko. Aber die B-Side ist sich sicher, mit den Resten hübschen sie das Hafenviertel so richtig auf. Da werden wir einmal ganz viel versuchen mit Urban Gardening, den Hansaring und die anschließenden Straßen ein bisschen zu begrünen. Wir werden ein Leitsystem entwickeln für die mehr als 20 Locations, dass die Leute es auch finden. Buchstaben daraus basteln mit alten Kabeln und Lichterketten. Und wir werden natürlich wieder Wimpelketten basteln. Wir werden quasi das Hansaviertel ein bisschen bunt machen und begrünen. Selber machen, das entspricht dem Konzept der B-Side. Gemeinwohlorientiert, nicht kommerziell und selbstverwaltet. So die Grundidee. Jeder, der Interesse hat, kann dazu stoßen. Vieles ist halt auch aus der Eigeninitiative der Leute heraus entstanden, weil wir halt ein offenes Plenum haben, wo jeder teilnehmen kann und jeder kann seine Ideen hier mit einbringen. Die B-Side ist vor allem da, um soziokulturelle Freiräume zu erhalten, das heißt öffentliche Räume für Veranstaltungen, Ausstellungen, Gruppenräume für Initiativen und Vereine, aber auch bezahlbare Arbeitsflächen für kreative Nutzung und soziale Nutzung. Das nächste große Event, das Festival. Es ist schon das zweite Mal, dass sich das gesamte Hafenviertel herausputzt. Das Festival im letzten Jahr ist aus allen Nähten geplatzt. Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr noch größer wird, weil noch mehr Locations mitmachen und sich eigentlich fast viel zu viele Künstler angemeldet haben. Auf dem Festival spielen vor allem Musiker, aber wir haben auch Poetry Slams, andere, also Kunstausstellungen, Workshops, so aus dem sozial nachhaltigen Bereich. Aber bis dahin heißt es noch viel vorbereiten. Schichtpläne für die helfenden Hände, Förderanträge, die Absprache mit den Gastronomien am Hansaring. Und eben auch dekorieren. Wer Spenden hat, der kann sich über das Kontaktformular auf der Homepage melden oder einfach mittwochs beim Plenum vorbeischauen. Und dann gibt's hoffentlich ein schönes Festival rund um den Hafen im September.